meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr hier seht, habe ich meine zweite Sakura-Box gekriegt und ich war natürlich überrascht, weil sie ganz anders aussah als beim letzten Mal. Und aber ich freue mich total und ja, das Thema ist Deko denn, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, aber ich muss natürlich ein bisschen reingucken. Das war klar, also ich konnte mich nicht bremsen. Aber ich habe die ganzen Sachen nicht wirklich angeschaut. Also ich habe nur grob, wie beim letzten Mal, habe ich einfach nur drüber geguckt und bin richtig gespannt darauf. Die ganzen Informationen zu der Box findet ihr natürlich in der Infobox und auf meinem letzten Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut einfach mal rein, denn die letzte Sakura-Box hatte natürlich ein anderes Thema. Und ich bin schon gespannt, ich mache das jetzt mal auf und ich hoffe, ihr seid dabei. So, das habe ich natürlich schon aufgerissen. Okay, also es ist wieder eine Postkarte dabei. Und diesmal bin ich wirklich, wirklich froh, dass da blau mit drauf ist. Denn auf der Facebook-Seite wurde die letzte Box vorgestellt. Und ich habe dort eine, also in jeder Box ist eine andere Postkarte drin. Und ich war schon richtig traurig, weil da keine drin war in Blautönen. Und ich bin so ein Blau-Fan. Und diesmal habe ich mich richtig gefreut, weil einfach diese Karte mit dabei war, mit diesen Sukkulenten. Und da bin ich total froh drüber, dass ich noch eine abgekriegt habe mit Blau. Ja. Okay, also hier sehen wir ganz viele Sachen. Und ich schaue mir das einfach mal an. Das hier, bin ich mir nicht sicher, was das ist. Vielleicht so eine Art, vielleicht zum so ein Utensil zum Backen. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so der Backer. Ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier Glitzer in Silber und in Schwarz. Dazu, könnt ihr das alles sehen? Das hier weiß ich auch nicht. Was ist das? Also das ist irgendwie so eine feuchte, klebrige Knetmasse. Ich weiß nicht, was das ist, aber es fühlt sich sehr interessant an und es ist leicht feucht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Das hier kenne ich. Das ist diese Klebemasse, mit der man so Fake-Sahne dann auf seine Handyhülle oder sowas macht. Zum Dekorieren. Dann streut man so Deko drauf und lässt das Ganze irgendwie aushärten oder ich weiß gar nicht, was, wie ich das damit machen soll. Ich guck mal weiter, vielleicht finde ich noch irgendetwas. Das ist selbst gemacht. Das ist irgendwie ein Anhänger. Den packe ich jetzt mal raus. Ah, okay. Ich vermute mal, das ist diese Masse hier, weil die ist genauso knautschig. Genauso, aber klebrig nicht mehr. Also es fühlt sich fester an. Okay, da ist jetzt auch viel Glitzer drauf und das kann man sich halt eben irgendwo dranhängen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, wenn ich gestresst bin, dass ich das die ganze Zeit so mache. Wahrscheinlich bleibt davon nichts mehr übrig. Mal gucken. Okay, hier ist Streudeko. Packe ich jetzt mal alles aus. Und das sind Spritztuben, die. Ja, mit denen kann man dann halt eben das hier wahrscheinlich auf die zu dekorierenden Sachen drauf bringen.
Was das ist, weiß ich auch nicht. Also, wenn ich mir das so angucke, also ich wünschte, es wäre irgendwie so eine Anleitung mit dabei, weil ich nicht weiß, was ich mit diesen ganzen Sachen anfangen soll. Ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und da wäre es natürlich irgendwo hilfreich, wenn so eine Anleitung mit dabei wäre. Was ich damit machen soll, weiß ich auch nicht. Das fühlt sich an wie so ein... Als würde man das essen können. Kein Kaugummi, aber so ein Kaubonbon. So fühlt sich das an. Das hier, ich zeige euch das Ganze einmal. Das sind so Sticks. Und mit unterschiedlichen Blumen, Mustern. Und ich nehme mal an, die kann man ganz fein schneiden, zurechtschneiden und die dann als Deko benutzen. Ich vermute mal. Das hier finde ich sehr interessant. Also das ist so eine Art Becher und kann man als Anhänger dann benutzen. Und was ich damit machen soll, also ich nehme mal an, ich könnte es befüllen und verzieren und dann habe ich halt eben so einen Anhänger. Was das ist, packe ich jetzt mal aus, da bin ich schon sehr gespannt. Und das sind zwei Deko-Elemente. Eine Wolke und ein Stern. So. Gut, dann packen wir weiter aus. Das ist ein Fotoanhänger. Also Fotoaufsteller. Kann man sich halt eben hier so hinstellen und kann ich die Postkarte draufstellen. Hier haben wir noch mehr Deko-Elemente. Das sind verschiedene Schleifen in unterschiedlichen Farben. Gold, Blau, Rosa, Silber, Weiß. Ich nehme mal an, das gehört zum Mischen der Masse oder zum Positionieren von dem ganzen Deko-Elementen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und hier haben wir noch Aufkleber. Das ist ein Sheet mit Sternen. Okay, das war's. Wie schon gesagt, also ich wünschte, ich hätte hier so eine Anleitung, wie ich das Ganze benutzen soll, was ich beachten soll. Weil hier auf der Tube steht alles auf Japanisch. Also Japanisch kann ich nicht. Und das wäre schon irgendwo hilfreich, wenn ich wüsste, was ich damit anstellen kann. Denn im Moment bin ich ein bisschen ratlos. Ich würde schon gerne loslegen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Aber ich finde die Sachen cool. Ich denke mal, man kann viel damit machen. Jetzt, ich glaube, ich schreibe einfach mal den Shop an und frage, was genau ich mit den Sachen anstellen soll. Und dann kann ich euch ja ein kleines Feedback geben, wie das alles funktioniert und was ich genau damit machen werde. Dann freut es mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, alle Infos zu der Box findet ihr in der Infobox und in meinem letzten Video. Der Shop macht ja eine Pause und ist erst im Mai wieder zurück. Und dann hoffe ich, kommen da ganz, ganz viele tolle Sachen wieder und ich freue mich, wenn ich eine weitere Box ergattern kann. Und dann sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.